Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Fire oder im Nuzlocke-Modus. Im letzten Teil haben wir Island 1 erkundigt und dabei Lavados platt gemacht. Und in diesem Teil widmen wir uns ein bisschen weiter der Erforschung dieser Eilande und fahren zu Island 2, denn da wollte ja das Bill hier hin. Da wollte Bill ja das wieder hinfahren, also los zu Island 2. Mal schauen, was es dort gibt. Schauen wir mal. Was steht denn hier? Achtung, starke Strömung, Angeln und Surfen verboten. Ist mir doch egal. Oh, Surfer kann hier nicht eingesetzt werden. Lächerlich. Willst du kämpfen? Am Kap lebt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Ja, schön für sie. Los, macht sie, Zerschneider. Gott sei Dank habe ich meine VM-Sklaven immer dabei. Und für Beleber habe ich leider keine Verwendung. So, hier ist das Pokémon-Center von dem Ort. Schauen wir doch mal vorbei, was es hier so gibt. Warst du schon in der Spielhalle? Du solltest nicht alleine dorthin gehen, nimm meinen Freund mit. Nein. Auf Island 2 leben nicht viele Menschen. Es gibt eine alte Dame, die draußen am Kap wohnt. Sie ist schon immer da gewesen. Schon immer. Bevor es überhaupt Pokémon gab, gab es die alte Dame draußen am Kap. Dieser Mann dort ist von Prismania City hergezogen. Er hat mit seinem kleinen Bruder einen Laden aufgemacht. Ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, worauf er sich einlässt. Oh! Hallo! Willkommen in meinem Laden! Wir hatten erst vor kurzem unsere Eröffnung. Das Angebot ist klein, aber ich hoffe, du findest etwas für dich. Superball und Tafelwasser. Jetzt ist noch etwas, was ich dienen kann. Ja, du kannst mir hier meinen Müll abkaufen. Wie wär's denn damit? Eröffnest den Laden und bezahlst erstmal für irgendeinen Mist. Schutzband. Darf ich eh nicht benutzen. Hier, kannst du haben. Nee, warte. Das behalte ich erstmal. Protein. Hier, kannst du haben. Zink kannst du haben. Nugget kannst du haben. Calcium kannst du haben. Eisen kannst du haben. KP Plus kannst du haben. Carbon kannst du haben. Beleber kannst du haben. Riesenperle kannst du haben. Angriff Plus kannst du haben. So, damit wäre ich mit dem fertig. Island 2, ein Paradies für zwei. Aha, if you know what I mean. Wer bist denn du? Ich bin der Pokémon-Attacken-Maniac. Ich kenne jede Attacke, die Pokémon in meinem Levelanstieg erlernen. Ich bin auch ein Pilzsammler. Gib mir zwei Mini-Pilze oder einen Riesenpilz. Dafür bringe ich einem deiner Pokémon eine Attacke bei. Falls deine Pokémon eine Attacke lernen sollen, musst du mir einen oder zwei Pilze geben. Pff, na, meine Pokémon sind perfekt, so wie sie sind. Boing, boing. Hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen, boing. Einige machen boing. Andere machen boing. Wusstest du das? Boing. Hör lieber auf zu kiffen, mal ganz im Ernst. Wo ist Irma heute? Genau um diese Zeit bringt sie mir immer mein Mittagessen. Oh, Ausrufezeichen. Du da, bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was ist, wenn... Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte such auf Island 3 nach ihr. Hä? Das ist die Spielhalle! Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren! Sie sagten, sie würde auf der Insel warten. Also, wo sind sie? Hey, du! Ist das hier das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du Ho... Hallo, Dri. Das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder von dem Motorrad mit. Oh, oh, hab dich! Zäh, diese Inseln sind verwirrend! Sieh dir das nur an! Dieser Halotri hat meinen Teppich abgenutzt. Ja. Die normalen PC-Dienste sind nicht verfügbar. Es tut mir leid, heute gibt es keine Spiele. Enttäuschend, ja. Na, dann muss ich wohl da lang gehen, oder? In jedem Haus. War ich da schon? Ja. Dieser Tekken-Maniac wohnt ja da. Kann ich ja nur hier lang weitergehen. K.
Kapkante. Ich habe noch kein Pokémon hier gefangen. Mal gucken, was ich hier so kriege. Ich kriege hier ein Duflor. Na, das ja wunderbar. Das freut mich. Das fange ich doch. Superball. Nimm diesen Superball. Er bringt dich zum Superfall. Duflor wurde gefangen. Und es wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Wunderbar. So, was gibt es hier sonst noch? Hier ist noch eine Hütte. Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse perfektioniert. Aber wird sie in Zukunft von niemandem eingesetzt? Hm? Du, da, das Elektroball. Nein, ich hatte Unrecht. Puh. Voll die verwirrte Tante. Aber das war's auch schon, was ich hier machen kann. Soll ich da nicht irgendwas irgendjemandem geben? Ganz schön verwirrend hier alles. Gucken wir mal, ob hier irgendeiner im Pokémon Center noch irgendwas von mir will. Vielleicht hier oben. Hallo, ich bin Theala. Dies scheint dein erstes Mal. Ja, schön. Das interessiert mich nicht. Ja, schön. Trainer treffen, Connect Club, ja. Sprechen, kämpfen, tauschen, Club, Direkt Club, bla. Gamba, Advanced Adapter, bla bla. Schön. Hier oben ist keiner, der mir hilft. Das ist ja klasse. Das ist ja klasse. Dann fahre ich mal zu Island 3. Hua! Vielleicht treffe ich ja da jemanden, der mir helfen kann. Island 3. Oh, Biker und eine Tuse. Hey, ja, wer bist du? Ich rufe die Polizei. Was? Hey, Lady, hast du mal einen Poké-Dollar? Was ist mit euch hier vergeht? Wir sind der Motorradclub aus Kanto, Tev. Tev, Tev, Tev. Mein Motorrad hat einen kleinen Motor, daher muss ich die Geräusche selbst machen. Oh. Wie traurig. Hey, du, wie geht es dir? Du fragst, was ich hier mache, warum? Ich suche nach Gold. Wenn ich reich bin, kaufe ich ein Haus in Kanto. Viel Spaß dabei. Island 3. Yippie! Von diesem Tag an gehört die Insel uns. Glaubst du? Hier wohnt ja gar keiner. Was eine Enttäuschung. So. Es ist nicht möglich, zwischen den Inseln der Gegend zu haben. Die Strömung ist zu stark und zu gefährlich. Hey, hast du schon gehört? Das PC-Netzwerk hier kann nur mit den PCs in Kanto verbunden werden. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es ist großartig. Lass uns Bären malen. Das wäre Bärenverschwendung? Im Bärenforst kannst du stets Bären am Boden finden. Schön. Was ist hier los? Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Ich bin gerade hier angekommen. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie auf der Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du solltest uns dankbar sein, ein wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas. Grrr, du Feigling im Rudel, so stark! Was glotzt du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Nein. Das ist clever. Halt dich da raus. Ja. Hey, dein Mut gefällt mir. Jawoll. Hier, kämpft. Biker-Schläger? Bitte was? Jetzt habe ich es hier mit Schlägern zu tun in dem Spiel. Diese Entwicklung habe ich so nicht vorherkommen sehen. Naja, egal.
So, da hat er noch einen Slimer, dass ich platt machen muss. Das kriege ich auch noch klein. Dum, da 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 di di dum. Ha, was bist du für ein Kind? 740 Pokédollar gewonnen. Ah, wage es nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Du solltest auf unserer Seite sein. Vielleicht wäre ich das, wenn das Spiel mir nicht vorgeben würde, auf wessen Seite ich bin. Allerdings wäre ich dann noch Mitglied von Team Rocket und würde es regieren. Oha, ein Smogon. Das kriegt wieder eine Schockwelle. Ja, voll. Immer mitten in die Fresse rein. Was ist los mit dir? Worüber regst du dich so auf? Du bist sowas von uncool. Wir haben den Boss hier eingeladen, aber du musstest es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Ne, das schafft ihr auch schon ohne mich. Biker Schläger. Warum sind das alles Schläger? Und warum greifen die mich alle in Folge an? Das ist ja hier wie bei den Top 4. Ganz schön stressig. So ein Stress. Ah, das macht mein altes Herz nicht mehr lange mit. Ja, der sagt schon gar nichts mehr, er hat nur Punkte. Boss, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen. Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Dann musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. Ich bin ein zurückgebliebener Knatschkopf namens Paul. Paul ist mein Neffe. Oh, ich fühle mich schlecht, wenn ich den jetzt platt mache. Dann fühle ich mich schlecht. Fühle ich mich ganz schlecht. Und irgendwie ist meine Nase jetzt verstopft. War so vor 10 Minuten noch nicht, ich sage es euch. Da 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 dum 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 dum. Und noch ein Slimehawk. 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 Da da, Schockwelle! Da da, Schockwelle! Schockwelle! Schlammbad! Okay, das war's jetzt. Das Slimehawk sollte das nicht überleben. Und Elektroball erreicht Level 60. In Ordnung genug, wir verschwinden wie gewünscht. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Inseln zu sehen. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Inseln zu sehen. Hanf, geh nur und häng mit diesem Typen ab. Hi, na? Danke, diese Typen haben nur Ärger gemacht. Oh, deine Pokémon wurden wegen mir verletzt? Navik erhält Top-Genesung! Es wäre großartig, wenn jemand wie du hier leben würde. Ich hoffe, du bleibst wenigstens eine Weile hier. Wie bitte? Du suchst nach Irma? Es ist schon eine Weile her, dass Irma zur Bundbrücke gegangen ist. Aha. Bist du Irma? Ich? Ich bin nicht Irma. Sie ist vermutlich in Bärenforst. Sie sammelt dort Bären, um das Mittagessen zuzubereiten. Ich trainiere mein Dodo im Bärenforst. Sobald es sich entwickelt, spiele ich auf Island 2. Dodo Guak. Gugu, nicht Guak, sondern Gugu. Gugu! Papa lügt mich ständig an und lässt mich nicht hinaus zum Spielen. Böser Papa. Solltest nie allein in den Bärenforst gehen. Warum? Es spukt dort. Es spukt dort. Natürlich, Papa. Oh, hi, hier sind ganz schön viele. Stimmt das, im Einkaufszentrum von Prismania City ist sehr viel größer als dieses Geschäft? Jupp. Diese Biker wollen den Pokémon-Supermarkt in Schutt und Asche legen. Ich bin froh, dass sie weg sind. Ich kaufe hier manchmal Medizin. Viele Leute heilen Pokémon mit Bären aus Bärenforst. Schließlich sind Bären umsonst und ihr Vorrat ist unerschöpflich. Und Bären sind mir vollkommen egal.
So, gucken wir mal, was das Item da unten war. Das habe ich nämlich nicht übersehen. Zink. Puh. Mozi hat noch nicht mal ein Item bei sich. So, wer bist du? Ich habe dieses Haus gekauft, um in Ruhe zu leben. Heute werde ich wohl angeln gehen. Ja, das ist ja schön für dich. Ah, Kia! Es ist unnütz. Ich kann diesen Level nicht mit meiner Willenskraft verringern. Vielleicht habe ich keine Psychokräfte. Kennst du ein Mädchen, das in Safronia City Arena Leiterin ist? Sie setzt Pokémon Elementklasse Psycho ein, nicht wahr? Ich bewundere sie wirklich. Ich hörte, dass sie ein cooles Mädchen ist und sie soll schön sein. Ich würde sie gerne mal zu einem Kaffee einladen. Die Bundbrücke. Und hier ist wieder ein geheimer Pfad. Aber auf der Bundbrücke darf ich wieder ein Pokémon fangen. Da war so klar, dass da was liegt. Aber manche unsichtbaren Items sind einfach zu vorhersehbar. Also auch direkt sichtbare hinlegen. Ich glaube, die Pflanze da ist nur eine Abkürzung, die ich eh nicht benutzen will. Oh, ein Mauzi. Das ich nicht fangen werde. Aber es ist immer schön, Mauzi zu sehen. Tschu, tschu, tschu. Tschu, tschu, tschu. Wir zeigen dir unser Lieblings-Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Dum, 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 dum. Sie haben beide ein Pipi. Pipi, Pipi! Dann töten wir auch beide Pipi. Pipi! Pipi! Oh, Ida! Ja, hab ich euch platt gemacht. Was haben wir da? Ein Taubsi? Davon habe ich auch schon eins. Das will ich gar nicht fangen. Verrecke einfach. Oh, Ruckzucki, ich bin ein Taubsi. Wie nervig. Taubsi wurde besiegt. Sehr schön. Unsichtbares Item. Item. Ha. Und da ist noch eine Trainerin. Ein Snobilly-Card. Oh. Das kann und werde ich wohl fangen. Aber ein Superball drauf. Bitte was? Ha. Ja, dann halt Funkensprung in der Hoffnung, du stirbst nicht sofort. Schade, kein Pokémon auf dieser Route für mich. Und die blöde Kuh möchte kämpfen. Wo willst du so eilig hin? Fragezeichen. Fragezeichen. Aroma Lady Erika. Bitasam wird von Erika in den Kampf geschickt. Es gibt nur eine Erika und das ist Arena-Leiterin, also hier, nimm den Walzer. Er wird zwar nicht sofort töten, wie man sieht, aber die nachfolgenden Pflanzen-Pokémon werden durch den Walzer wahrscheinlich dann immer direkt getötet. Es sei denn, er geht daneben. Ja, ja, backst du nur. Und hier hast du Walzer Nummer 2 und du bist tot. Wie schade. Oh, was ihr letztes Pokémon wohl sein wird. Und wie ich jetzt wohl töten werde.
Noch ein Mieser Knospi. Ich hatte echt gehofft, das wäre jetzt ein Mieser Floor. Ach, Menno. Ach, Menno. Voll doof. Du trainierst eindrucksvolle Pokémon. Ich weiß. Hi, na, wer bist du? Jojo, Pokémon! Du bist ein zurückgebliebenes, kleines, dummes Kind. Plancha Alexis. Mit einem Sternhut, das ich umbringen werde. Einfach umbringen. Puh. Sehr effektiv und Sternhut beißt ins Gras. Gras, Gras, Gras. Oh, ein Krabi. Krabi. Krabi wurde besiegt. Jawoll. Oh, ich wette, das letzte ist ein Kingler. Wette, wette, wette ich. Ein Stern, du? Dann endet der Kampf halt, wie er begann. Mit einem toten Stern, du. Und ein paar Erfahrungspunkte, sehr schön. Da, 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 da. Sag mal, wie groß ist denn das hier? Hallo? Oh nein, komm nicht her, bleib mir vom Leib. Nein, ich möchte dich berühren. Ganz zärtlich, nur den Rücken massieren. Oh, da ist das Kingler, das ich eben vermisst habe. Da freue ich mich, jetzt kriegt Kingler eins auf den Sack. Okay, du hast gewonnen. Gehst du jetzt bitte weg? Na klar. Ich habe jetzt dein Geld. Ich möchte Surfer einsetzen. Jawohl. Oh, super. Da war ja gar nichts mehr. Meine Mutter sagt, dass ich ohne meinen Schwimmreifen nicht schwimmen kann. Ja, dann bist du wohl ein schlechter Schwimmer, liebe Marina. Oh, ein Quapsel, wie süß. Kriegst du hier einen Funkensprung in die Fresse. Quapselgegner wurde besiegt. Jetzt kommt noch ein Quapözi. Da hab ich ja Schiff. Das kriegt auch einen Funkensprung. Quapözi-Gegner wurde besiegt. Jawoll! Elektroball erreicht Level 61. Und als nächstes kommt noch ein Quapsel. Das auch einen auf den Sack kriegt. Hahaha. Dum-di-dum, 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 dum-di-dum. Der salzige Geruch des Meeres, er erfüllt mein Herz mit Freude. Oh mein Gott, du bist total zurückgeblieben, liebe Aroma Lady Astrid. Und sie hat ein Knuffenser. Oh, damit, dagegen ist mein Nektroball doch gar nicht sehr effektiv. Was soll das denn? Was soll denn sowas? Knuffenser wurde besiegt, jawoll. Und noch ein Ultrigarier. Funkensprung. Schockwelle meine ich. G.
Giftpuder? Ach, ging daneben, ja Gott sei Dank. Erste zur Strafe, noch eine Schockwelle! Dum, nudi, dumm. Dum, die. Und besiegt. Schnief, schnief, irgendwas riecht unangenehm. Ja, deine Niederlage. Oder deine ewig nicht gewechselten Schlipper. Bärenforst voraus. Bärenforst. Oha, ich darf hier ein mildes neues Pokémon fangen. Na dann. Fange ich bestimmt kein Tauboga. Könnte vergessen, dass ich einen Tauboga fange. Dann habe ich doch schon eins. Da 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 da. Dum di dum di dum di dum. Hier lang geht's weiter, okay. Dann geht's jetzt hier hoch. Da 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 dum dum dum. Ein Anton. Juhu, davon habe ich noch keins. Das könnte ich fangen. Da freue ich mich. Hyperball. 1, 2, 3 und gefangen. Wunderbar. Für Enden haben wir dann einen Dragon Pokédex angelegt. Enton, Enton, bla bla bla. Möchtest du? Nein. Wurde in Box 1 abgelegt. Aha. Traumato. Hatte ich nicht mal irgendwann darüber philosophiert, ein Traumato zu fangen und zu trainieren? Ich glaube, das hat sich erledigt. Meditation! Angriff steigt! Und noch ein Enthorn. Enthorn! Enthorn! Du 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 dum 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 dum. Wer stört ein Taubsi? Ach Gott, hättest du dich lieber mal entwickelt, du Pissvieh. Naja, Taubos auf Level 32 wäre hier genauso gestorben. So, und wen haben wir hier? Irma. Wimmer Schnief, oh, hilf mir bitte! Ein angsteinflößendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht. Es war so gruselig. Es hat irr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 
Oh, hallo, Navik. Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Wir haben es geschafft, die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen, du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Hehe. Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan, wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Navik, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein andermal zeige. Ah, ich hab ja den Tripass. Ja, du grad Schiss, ich käme da nicht mehr hin. Ja, fahren wir gerade mal noch nach Orania City. Warum ist das Prismania City? Könnt ihr nicht mal Orania City woanders hin verlegen? Die fiesen Spielemacher. So, fliegen wir hier schön nach Orania City. Und jetzt bin ich mit einer Fähre nach Island 1. Dünnedüm. Düm. Da, da, da. So, da sind wir auch wieder auf Island 1 und können jetzt hier die Pokémon heilen, speichern und dann sehen wir uns im nächsten Teil, hätte ich mal gesagt. Bis dahin, euer Navik. Ciao. Ich nehme deine Pokémon mal wieder in meine Abhut. Passt aber besser auf sie auf, immer muss ich sie heilen. Komm jederzeit wieder vorbei.